Im Jahr 1932, kurz nach der Weltwirtschaftskrise und 2 Jahre nach dem Tod Gesells, wagt sich die österreichische Gemeinde Wörgl an ein Experiment. Angesichts der großen Armut und der langen Liste an Bauprojekten probiert der Bürgermeister von Wörgl Gesells Freigeld aus. Das Wörgler Freigeld ist durch einen gleichen Betrag in österreichischer Währung abgedeckt. Zum Monatsende verloren die Scheine an Wert. Dadurch war jeder Bürger bestrebt, die Scheine vor Monatsende auszugeben und verschaffte anderen Arbeit. Der Effekt war erstaunlich. Nicht nur die Steuern wurden im Voraus gezahlt, auch die Arbeitslosigkeit sank innerhalb eines Jahres um 25%, während sie im übrigen Österreich weiter zugenommen hatte. Und alle Bauprojekte auf der langen Liste des Bürgermeisters wurden verwirklicht. Schwimmbäder, Brücken und Straßen entstanden mit dem Wörgeler Freigeld. Als andere Dörfer das Experiment nachahmen, sieht die Zentralbank ihr Monopol gefährdet. Das war, wenn man sich das so in der historischen Rückschau anguckt, wirklich eine tragische Entscheidung. Es waren 170 Gemeinden und Städte in Österreich drauf und dran, dem Beispiel von Wörgl zu folgen. Und dann ist das aber eben auf behördliche Anweisung eingestellt worden. Und es hat dann nur noch wenige Jahre gedauert, bis die Nazis nach Österreich einmarschiert sind. Ebenso tragisch in Deutschland auch, dass das Experiment mit der Wehra 1931 im Herbst verboten wurde, dann in Österreich 1933 im Herbst und beide Male in beiden Ländern kam totalitäre Politik an die Macht. Und man fragt sich heute in der Rückschau, wenn diese Experimente die Möglichkeit gehabt hätten, sich unbehindert weiter auszubreiten, ob das nicht doch dazu hätte beitragen können, dieses große Leid der NS-Diktatur und des Krieges zu verhüten. Als der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Irving Fisher von dem Wörgl-Experiment erfährt, rät er Roosevelt, so die Depression zu bekämpfen. Zwar löst Fisher eine lebhafte Debatte im Parlament aus, doch Roosevelt entscheidet sich überraschend gegen ein nationales Freigeld. Der Präsident hofft, mit Finanzspritzen und einem staatlichen Monopol auf Goldbesitz den Dollar zu sichern. Ähnlich wie in Deutschland kommt die Krise den Industriellen sehr gelegen. Auch Stahlriese Thyssen nutzt sie, um seine Arbeiter besser zu kontrollieren. Mit der Umstellung auf die Kriegswirtschaft fließt das Geld plötzlich wieder. Ganz im Sinne internationaler Finanziers, die wieder beide Kriegsparteien unterstützen und bei denen sich die Staaten schließlich um das Fünffache verschulden.